Hier war nur die Partikelkanone. Hier war auch nirgendwo etwas. Da war die Treppe nach oben. Oh, ja. Wir nehmen einfach den Weg über die Hand. Ein Dargul. Oh. Dargule, die dich angreifen, sind nicht so toll. Das schreit nämlich schon fast nach Bosszeit. Todeswächter. Ein Vampir. Todeswächter klingt nicht ganz so schlimm. Im Mittelpunkt dieses enormen Bauwerks aus Andra scheint unter den langen Schatten der eingerollten Finger des Riesen ein Mann zu sitzen. Im Gegensatz zu den sklavischen, animalischen Kreaturen, die du bisher auf dieser Ebene getroffen hast, ist dieser Mann vergnüglich gestimmt und faulenzt auf einem schiefen Steinthron. Trotzdem hat sein Starren etwas Durchdringendes, Fieberhaftes an sich. Während du dich näherst, beobachtet er dich aufmerksam. Was bist du dann? Einer der Iren? Merkwürdig, dass du die Planungsebenen überlebt hast. Du bemerkst, dass er fließend in Vitalisch spricht, obwohl seine Stimme äußerst angespannt klingt. Es muss schwer für sie gewesen sein, diese Bettler, diese Feiglinge. Trotzdem, du kannst nicht weitergehen. Nein, du kannst direkt zu ihnen zurückgehen, zu deinen Meistern. Sollen sie sich doch stattdessen an dir laben? Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Ich möchte dir nichts anhaben. Ich suche dich nach Informationen über den Meister in der Tiefe. Ich glaube, du bist ein bisschen zu lange hier unten gewesen. Ich suche Informationen. Aha, du kannst ihn verstehen? Frag ihn alles. Was für eine Gelegenheit. Der Mann wirkt erschrocken und lacht kurz. Du verstehst mich? Hier unten sprechen jetzt selbst die Ausländer unsere Sprache. Gott, ist der Satz wirklich so schlecht übersetzt worden oder ist das Riesensarkasmus? Oh Gott, ey. Wir sind wahrlich ein unsterbliches Volk. Er lacht abermals. Ah, dadurch wird es nur noch klarer. Du musst du wissen. Du musst zu ihnen gehören. Warum haben sie dich so ganz gelassen? Du bist bemerkenswert gut erhalten. Er kneift seine Augen zusammen. Versuch du nur vorbeizukommen, dann wirst du schreiend zurück in die Leere gehen, du Kasper, okay. Du bist irgendwie Tariade, wie kann es sein, dass du noch am Leben bist? Oh nein, nein, nein. Wir tauschen mit unserem Feind keine Informationen aus. Geh und frag die anderen. Schau mal, ob sie sich erinnern. Ob sie sich daran erinnern, was es all die Jahre erhalten hat. Wer bist du? Fürst und Meister dieses Ortes. Er reibt seine Fingerknöchel an den Thron. Ich sollte dich dasselbe fragen. Eigentlich bist du hier nach allen Regeln ein Eindringling. Andererseits ist unser Großvater schon lange nicht mehr unter uns. Vielleicht wird es ihm nichts ausmachen. Unser großer Vater, nicht Großvater. Ich suche nach dem Meister in der Tiefe. Ich sehe, sie sind deine eigenen Meister abergläubisch geworden. Meister in der Tiefe, in der Tat. Vielleicht sie sich doch von alten Ergebenheiten lösen. Wer auch nur ihnen jemals vertrauen konnte. Auf ihrem Boden werde ich kein weiteres Wort verschwenden, selbst wenn es schön ist, wieder zu sprechen. Nein, pack dich fort, ich habe genug. Das wird mir für die nächsten 100 Jahre reichen. Dafür, dass es ein alter Inventarianer ist, spricht er aber ziemlich lachsig irgendwie. Falls du über die Kreaturen in diesen alten Räumen sprichst, die habe ich bereits erledigt. Ich muss die unteren Ebenen erreichen. Nein, nein, nicht solange sie leben. Der Arm beugt sich nach vorne, während er sich mit den Händen an den Armlehnen seines Throns festhält. Diese erbärmlichen, lächerlichen Tiere, gierige Wilde, alle zusammen. Manche von ihnen haben wohl schon damit begonnen, einander zu essen, musst du wissen. Er schnaubt verächtlich. Nein, ich werde den Adler nicht für sie verschwenden. Nicht für sie, er gehört mir. Wer hätte ihn schon mehr verdient als ich? Es gibt gerade noch so viel für mich selbst. Ich werde nichts abgeben. Hast du mich gehört? Ihr könnt meine Wege alle verfaulen. Nimm einen ersten Sprung ins Nachleben. 2000 Jahre zu spät. Was hat das mit Adra zu tun? Der Adra wird dir nichts nützen.
Du kannst sie nicht besser nützen als sie. Nur ich kann mich mit an den Riten erinnern, an die Magie. Wenn sie schlauer gewesen wären, hätten sie es selbst erlernt. Zu spät jetzt, viel zu spät. Diese Kreaturen sollte man besser den Chaos machen, wie es solche Leichenfresser verdient haben. Dann werde ich dich vorbeilassen. Selbst deine kleinen närrischen Fragen werde ich beantworten. Entledige mich nur dieser Schädlinge. Na, mache ich gerne. Keine leeren Versprechungen? Wenn du das für mich tust, kannst du überall hingehen, wohin du möchtest. Ich werde das schon haben, was ich will. Okay, das haben wir eigentlich schon gemacht. Nun, der Mann betrachtet dich begierig. Ist es verbracht? Ich hörte einen Aufruhr. Die Vampire sind tot. Ah, gut, sehr gut. Er berührt seinen Mund mit einer Hand, zieht die Augenbraue zusammen und lacht. Ja, jetzt gehört alles mir. Endlich hat ihr Geschrei ein Ende. Kein Grund mehr für irgendwelche sinnlosen Machtdemonstrationen. Also dann geh deines Weges. Rumpel ruhig in die Tiefe, wenn du willst. Das heißt, falls die Käfer nicht kurz einen Prozess mit dir machen. Käfer? Gefräßige kleine Teufel. Sie sind an diesem ganzen Schlamassel schuld. Einen allein kann man mit Leichtigkeit töten. Aber es gibt einen riesigen Schwarm von ihnen, der sich durch den Adra frisst. Mein Adra. Jetzt gibt es nur noch den Arm. Weiter oben gibt es noch den Kopf. Wie auch immer, sie werden dich genauso mühelos in Stücke reißen, wie sie es mit den Kristallen machen. Eldine, noch müheloser. Ich hätte noch eine Frage. Ja, ich sagte, dass ich die Antworten geben würde. Um was geht es denn? Also, wer bist du jetzt? Wolltest du einen Namen wissen? Die habe ich schon vor langer Zeit vergessen. Wer wird mich denn hier unten überhaupt rufen? Es gibt nur mich und jetzt noch dich. Nur darauf kommt es an. Ich war mit den Versuchen betraut, die wir hier unten durchführten. Der Führende, er tippt sich an die Schläfe. Verstand jederzeit. Bis auf Ordnur selbst konnte er es niemand an meiner Arkanenkraft aufnehmen. Er hält ihn und vielleicht ein paar seiner Berater. Was ist das hier für ein Ort? Oh, viele Dinge. Einst war dies unsere Heimat und früher ein Ort großer Taten. Er kichert. In den garstigen Kammern da drin wurden einst unglaubliche Entdeckungen gemacht. Uns hat man den Großteil dieser Ebenen überlassen. Natürlich gab es ununterbrochen Bauarbeiten, er deutet auf den Adra-Arm. Denn natürlich diente all unsere Arbeit Ort nur zum Zweck. Er lacht. Das muss man sich ja vorstellen. Ein Dutzend Bildhauer, die vorsichtig einen Fingernagel gestalten. Szenen wurden auf den Ebenen über und unter uns aus ihren Höhlen gerissen, während Idrus einen großen Rumpel um eine Nagelhaut veranstaltete. Idrus? Welche Art von Experimenten habt ihr hier durchgeführt? Nun, wir haben uns mit dem Belang der Seelen beschäftigt. Wir alle, weil das auch auf Ordnur zutraf. Hier aber schufteten wir dafür, die Trennungslinie zwischen Leben und Tod zu finden und sie weit aufzureißen. Achso, Vampire zu machen, ne? Wir versuchten eine Methode dafür zu finden, Seelen an ihre sterblichen Gefäße zu binden und sie an der Überquerung des Schleiers zu hindern. Ich sage bewusst versuchten, wir fanden sie natürlich. Der Verstand von einem Dutzend kluger Leute, alle auf ein Ziel konzentriert. Wie hätten wir sie nicht finden können? Oh, all diese Dinge, die wir lernten, was für eine glorreiche Zeit. Wir konnten ganz präzise bestimmen, wie eine Seele aufbrechen und zersplittern würde. Wir konnten ein Verwenken einer Seele vorsichtig in eine andere. Er lächelt an sich zur Erinnerung. Während unsere Gefäße in ihre Bemühungen auf Phänomene wie Zerstörung konzentrierten, befassten wir uns direkt mit dem Kernstück der Angelegenheit. Natürlich hatten wir bestimmte Wissenslücken. Ich war bei meinem Vorgehen vielleicht etwas enthusiastisch. Ich dachte, dass es mir vorbehalten sei, einen etwas persönlicheren Versuchsansatz zu entwickeln. Und die Gewissheit kann auch so groß sein. Das Trinken von Gift kann sie nicht zu einer angenehmen Erfahrung machen. Der Tod ist der ultimative Test, musst du wissen. Ist die Seele erst davongeflogen, weißt du, dass du gescheitert bist. Er kichert. Deine Arbeit klingt sehr wie Beseelung. Im Vergleich zu was? Der Mann zuckt mit den Achsen. Vielleicht anderen, die in deinen Fußstapfen folgen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich bei den magischen Studien auf dem Laufenden zu halten. Er lächelt schwach. Wie bist du all diese Zeit am Leben geblieben? Ah, die große Frage. Es stellte sich heraus, dass es nicht sehr schwierig war, eine Seele an ihren Körper zu binden. Wir waren uns sicher, eine Art von Unsterblichkeit gefunden zu haben. Der Körper konnte irreparabel beschädigt werden, aber alles andere kann man durchaus überleben. Ich war begierig, es zu probieren. Zu jener Zeit bereitete mir mein Bein fürchterliche Schmerzen, alte Kriegsverletzung. Außerdem hatte ich gehört, wie eine Versuchsperson eine Art Entrückung von Schmerzen beschrieb, die ihnen zugefügt wurde. Sie spürten sie zwar, aber es war ihnen egal, was eine enorme Verbesserung wäre.
Ich erinnere mich noch an den ersten Anblick an die Augenblick an die Erleichterung. Er seufzt. Dann aber fanden wir heraus, dass sich den Körper nach einer Weile daran erinnerte, dass er eigentlich tot war. Man kann es kaum in Worte fassen, wie es sich anfühlt, die eigenen Finger verfaulen zu sehen. Er zieht eine Grimasse und den Gestank. Deswegen ist er jetzt von der Mumie. Wir versuchen die versoffenen Versuchspersonen wieder mit Energie zu beleben, die wir ihren Kameraden entzogen hatten, und es funktionierte eigentlich ganz gut. Es gelang mir, die damit verbundene Magie zu verbessern, um mich selbst und die anderen, die es mir gleich getan hatten, weiterhin gesund zu halten. Ordnur war über diese Ablenkung nicht sonderlich begeistert, aber schließlich stellte sich heraus, dass es keine Rolle spielte. Die Meute kam und ermordete ihn und schlossen sie hier mit dem Rest seiner Werkzeuge ein. Aber wir hatten immer noch den Adra, musst du wissen. Außerdem waren dort genügend Seen eingeschossen, um uns so lange zu nähern, wie wir wollten. Ordnur ist tot? Und so, er grinst, wir hatten eine gute Zeit. Im Laufe der Jahre konnten wir das Mobiliar haltbar machen. Wir hielten kleine Treffen in den großen Kammern ab. Ach, was für eine nette kleine Familie wir doch waren. Sein Grinsen vergeht, bis es ein Ende finden musste. Was ist denn hier passiert? Hier? Du meinst mit ihm? Den Adra? Alles davon? Das ist eine lange Geschichte und meine Geduld hat im Laufe der Zeit abgenommen. Ich werde dir erzählen, was sich in jüngster Zeit zugetragen hat. Der Adra-Käfer war daran schuld. Ha, man würde nicht darauf kommen, dass so etwas so kleines gewesen ist, etwas so banales, aber sie schwärmten aus den untersten Bereichen nach oben und begannen sich am lebendigen Adra zu laben. Ich dachte, Adra-Käfer fressen nur totes Adra. So ungefähr ist es. Sie hatten uns niemals zuvor Probleme gemacht, aber trotzdem passierte es. Wir versuchten natürlich, sie zu vertreiben, aber es war nur möglich. Für jeden, den wir töteten, kamen zwei neue. Irgendetwas muss sie hier heraufgetrieben haben. Ich weiß nicht, was es ist. Beinahe amputierten sie unseren Adra-Schenkel fast, es blieb nicht mehr genug, um uns alle zu versorgen. Nicht uns, die Räume, die Wandteppiche, das alles, aber genug für mich. Keiner der anderen kannte sie, die dafür erforderliche Zauber. Ihre einzige Rolle bestand darin, in ihren Adra-Särgen zu liegen und wiederbelebt zu werden. Von mir. Demnach war es jedoch eine offensichtliche Wahl, oder nicht? Nicht mehr davon. Nicht mehr von irgendwas. Ich schwor sie alle zu verbrennen, kämen sie mir zu nahe. Glücklicherweise hast du bewirkt, dass das jetzt unnötig ist. Wie konntest du das deinen Gefährten antun? Wenn man in Betracht zieht, dass du ihre Unsterblichkeit ein Ende gesetzt hast, dann bist du weichherzig. Sie waren nicht besonders nett zu anderen. Wären sie dazu in der Lage gewesen, hätten sie dir das Hirn aus deinem aufgeplatzten Schädel geleckt. Es gab nicht mehr genug Leben. Das war auch schon alles, und 2000 Jahre sind mehr als genug, um jemanden kennenzulernen. Stell es dir mal so vor, du hast sie auf ihren Weg geschickt und sie werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erweckt. Ist das nicht beeindruckend? Ich suche nach dem Meister der Hefe, weißt du, wer das ist? Niemand von uns bekleidete solch hohe Titel. Der einzige Meister darin war Ordnur, unser König, unser armer, vor Trauer wahnsinnig gewordener König. Er lacht. Ob er sich selbst wohl so nennen würde, frage ich mich. Ordnur ist tot. Ohne ihn getötet zu haben, hätte sich die Beute nicht zurückgezogen. Er denkt einen Augenblick nach. Andererseits, wenn wir uns trotz unserer Tode erhalten konnten, dann war ihm das vielleicht auch möglich. Ich bin mir sicher, dass er die Möglichkeit dessen als in Betracht gezogen hat, als alles über uns zusammengebrochen war. Wenn es einem Mann gelungen ist, seine Existenz zu verlängern, dann wäre es er gewesen. Ich stelle mir nur die Frage, wer diese Adra-Käfer aus den unteren Bereichen nach oben getrieben hat. Seine Faust ballt sich vor Wut. Wer stahl unsere Adra-Quelle? Beklagt dieser wimmernde Narr seinen Sohn schon, dass er Anschluss daran nimmt, dass wir an seiner Statue nähern? Die Möglichkeit besteht. Er blickt dich mit plötzlicher Gelassenheit an. Nach all dieser Zeit würde es mich nicht überraschen. Von was redet er? Was kannst du mir überhaupt nur sagen? Unser Großfürst, ein weiser Mann in seinen Tagen, bis er seinen Sohn verlor. Ein Unfall, eine kleine unglückselige Wendung des Schicksals. Du bist nur ein kleines Stück an den versiegelten Kammern vorbeigekommen.
Mittlerweile musst du eigentlich wissen, dass es Ort Noah nicht gut aufgenommen hat. Er kichert. Dieses Monument seiner Trauer hat ihn überdauert. Sein Wahnsinn aber bot uns eine Möglichkeit, das Versprechen der Unsterblichkeit für uns alle. Was für eine Rolle spielt es schon, wenn sie auf Geheiß eines trauernden Vaters gefunden wurde? Er hat eine ganze Schar ergebener Diener. Wir mussten die fraglichen Seelen finden und sie von da zurückholen, wo auch immer sie hingegangen waren, und sie in einem geeigneten Gefäß unterbringen. Er zeigt auf die Statue. Und solche Entdeckungen sind nicht kostenlos. Das ist etwas, was der Pöbel nicht verstand. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Also gut. Gut zum Dehnen der Stimmbänder, muss ich sagen. Dann gehe ich mal. Mach den Toten bei der Artwartung, wenn du sie triffst. Der Mann kichert finster. Das heißt, wir können weitergehen. Ja, wir können hier über die Brücke, aber dahinter soll es vor Adrakäfern oder so wimmeln. Ah, jetzt kommen wir hier hinter. Und da wir jetzt eher am Ende der Aufnahmesession mal wieder sind, speichere ich mal. LP30 wäre das. LP30. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.